Mit Valeo wechseln Sie Ihren Kraftstofffilter mit Leichtigkeit. Für den Kraftstofffilterwechsel benötigen Sie Lappen, Handschuhe, Reinigungsmittel, eine Auffangschale, einen Schraubendreher, Steckschlüsselsatz, Auffahrrampen, den neuen Filter, zwei Schraubschellen. Fahren Sie das Fahrzeug auf die Auffahrrampe. Ziehen Sie die Handbremse an. Sie finden den Filter unter dem Fahrzeug, in der Nähe des Kraftstofftanks. Stellen Sie die Auffangschale unter den Filter. Schrauben Sie die zwei Schraubschellen am jeweiligen Ende des Filters ab. Entfernen Sie die zwei Schläuche vom Filter. Merken Sie sich die Montagerichtung der Schläuche. Entleeren Sie den Kraftstoff aus dem Filter. Schrauben Sie den Filterhalter ab. Entfernen Sie den Halter zusammen mit dem Filter. Entnehmen Sie den gebrauchten Filter aus dem Halter. Beachten Sie die Montagerichtung des Halters. Montieren Sie den neuen Filter und überprüfen Sie die Montagerichtung. Entfernen Sie die Filterkappen. Setzen Sie den Halter in der korrekten Richtung ein und befestigen Sie ihn. Montieren Sie auf jedem Schlauch eine neue Schraubschelle. Fixieren Sie die Schläuche am Filter. Anschließend schrauben Sie die Schraubschellen fest. Entriegeln Sie das Lenkradschloss und schalten Sie die Zündung ein oder folgen Sie der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn ein paar Minuten laufen, bis er seine normale Leerlaufdrehzahl erreicht hat. Überprüfen Sie, dass es kein Leck im Kraftstoffsystem gibt. Entsorgen Sie den alten Kraftstofffilter nicht in den Restmüll. Bringen Sie ihn zu Ihrem Händler zurück. Valeo empfiehlt den Kraftstofffilterwechsel nach 30.000 Kilometern oder nach Herstellervorgabe.